Da bin ich wieder und es gab ein weiteres Heftzweckenrätsel, was ich nicht wusste und dadurch haben wir jetzt dieses Bild freigeschaltet. Und können hier jetzt diese Marke hinlegen. Schiebe alle Zahnräder an ihren Platz. Ah, dann nehme ich das mit. Und wie trenne ich die wieder? Ah, falsch rum. Nein. Ich überspringe diesen Teil mal. So, jetzt ist auch klar, warum das gerade nicht ging. Weil ich erst dieses X hätte machen müssen. Nein! Ach Mann!
Ich hatte es doch schon fast. Ah. Und wir haben ein Buch. Fallakten. What were those actors thinking? I've never seen the Lord so angry. I thought he was going to send every last villager to the gallows. Thankfully, we've caught the whole troop. Our Lord shall vent his rage upon them. Have you heard the news about the Master Detective? She went to the locksmith's workshop with some guards. The locksmith's apprentice, Alistair, must have done something wrong to draw her attention. So, so. Unser Detective hat sich also den Weg zu Gisborns Werkstatt gemacht. Auf der Weg. Da liegen zu viele Beweise rum. Ich muss ihr nach. This place smells vile. I will uncover the origin of this evil. I must reach the room, but that meddling woman is blocking my way. Perhaps I can reach it through the bailiff's office, across the rooftops. Okay. Ja, aber hör doch immer auf, mir diesen Tipp zu geben. Ich kann hier nichts machen. Nach einer langen Verfolgungsjagd durch die Kanalisation Londons gelang es mir schließlich, ihn zu schnappen. Die Königin war hocherfreut. Wenn es einer jungen, unerfahrenen Ellen gelungen ist, diesen Kerl zu schnappen, dann hat er es nicht anders verdient, als im Verlies zu verrotten. Diese alchemische Substanz frisst sich durch Metall. So erfreut, dass sie mir gestattete, die Gilde der Meisterdetektive zu gründen. Unser Auftrag ist es, England von allem Übel zu befreien. So, so, deswegen ist Ellen also nach Ravenhurst gekommen. Tja, sie konnte natürlich nicht wissen, dass sie auf mich treffen würde. Also, dass wir da diesen Tipp kriegen, ist absolut lächerlich, weil da können wir noch nichts machen. Nur für den Fall, man weiß nie, was hilft. Das allsehende Auge, um auf wandernde Finger zwielichtiger Hunden zu achten, während ich in der Küche schufte. Eine Phönixwünschelrute, um meine Wirtsstube von Feuer zu schützen. Vorfeuer, Feenstaub, damit die Kühe nie aufhören, Milch zu geben. Ein Stück Regenbogen. Hat mir ein Reisender verkauft. Sieht aus wie Buntglas, aber man weiß ja nie. Wo ist denn der Feenstaub? So, jetzt haben wir nämlich erst das, was wir bei der Wache verwenden können.
Und gute Nacht. Hoffentlich plagen dich schreckliche Albträume. Der beste Mehl, zumindest in diesem Teil Englands. Das habe ich schon mal gekostet. Und die Brühe kann man kaum als Mehl bezeichnen. Da können wir wimmeln, das will ich aber noch gar nicht. Okay, dann doch. Also, Kleeblatt, Hermesstab, Kristall. Gerichtsschild, Faden, Käse. Wollknäuel gilt nicht als Faden. Das hier? Garn, okay. Vogel, Ente, Perle. Brosche, Fingerhut, Schmetterling. Ja, fehlt nur noch Gerichtsschild. Das finde ich ein bisschen schwierig. Was muss ich mir darunter vorstellen? Okay. Okay. So, wir haben jetzt das Gerichtssiegel. Die einzige Berufung, die dich ist, dich bei Lord Ravenhurst einzuschlagen. Okay. Das Ding macht zu viel Krach. Ich wusste ja, dass der Jahrmann gerade stattfindet, aber das ist mir zu viel. Oh, Leuchtturm. Bringe jedes Feld zum Leuchten. Achte auf die Reihenfolge der Symbole links. Das war einfach, aber es hat Spaß gemacht. Schwerer Knauf. Nein? Schwerer Knauf, wofür brauche ich den denn dann? Okay, da muss ich wieder hin. Aber wo kann ich da den Knauf benutzen? Es geht noch nach oben. Vom Dach aus kann ich prima beobachten, was der gute Detective so treibt. Okay.
Ja, wir benutzen den schweren Knauf als Hammer. Dann liest der Richter das vom Lord unterzeichnete Urteil vor. Dann ist es dem Pöbel gestattet, den Verurteilten mit faulem Obst zu bewerfen. Der Gerichtsdiener hat die Aufgabe, den Strick um den Hals des Verurteilten zu legen. Die Totengräber müssen zuallererst bereitstehen und die Leiche in Empfang nehmen. Okay. Das haben wir. Helm ist größer als Schwert. Nicht? Okay. Hinweise findest du unten, ja. Da muss ich jetzt wohl diesen Hinweis nehmen. Bin nicht so ganz klar, was mir der Hinweis sagen will. Ich glaube, zwei Pfeile heißt doppelt. Schwert und Helm sind gleich. Ah ne, wir sind doch erst da. Oh, es war einfach nicht klar, bei welchem Schritt wir gerade sind. Und auch nicht, wo groß und klein ist. Egal, wir haben es geschafft. Verflucht! Fast hätte sie mich gesehen. Die scheint hinten Augen zu haben. Okay, was uns hier auf dem Dach erwartet, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin.